Manchmal arbeiten sie schon perfekt zusammen. An anderen Stellen muss Trainer Ralf Rangnick die stark veränderte Mannschaft bei Schalke 04 noch einstellen. 15 Spieler aus dem aufgeblähten Kader der vergangenen Saison haben den Verein verlassen. Und die Umstrukturierung ist auch im Trainingslager im österreichischen Stegersbach noch nicht abgeschlossen. Ja, das Gesicht der Mannschaft ist sicherlich jünger und natürlich auch anders geworden, weil gerade auch auf der Abgangsseite ja sehr viel getan wurde. Spieler haben den Verein verlassen. Aber das Wichtige ist ja immer diese Stimmung und auch das, was wir uns jetzt erarbeiten, einfach in den Alltag ja, rüberzubringen und in Pflichtspielen dann auch zu zeigen. Und das ist ja immer die große Kunst. Ohne breiten Kader und ohne Torhüter Manuel Neuer will der Pokalsieger oben mitspielen. Dazu beitragen sollen auch Rückkehrer wie Torwart Ralf Fährmann und Louis Holtby. Ein schneller Stürmer fehlt noch im Aufgebot. Wunschkandidat Nugan Rux wird es wohl nicht, denn die Kostenbremse im Verein ist weiter angezogen. Dennoch sind die Erwartungen an die Saison groß. Also wir sind natürlich nicht der FC Bayern München oder Real Madrid, die jedes Jahr auch Titel holen müssen, weil es auch ihrem eigenen Selbstverständnis entspricht. Ich glaube, es wäre finanziell für den Verein und für die Weiterentwicklung der Mannschaft gut, dass wir uns jedes Jahr international qualifizieren. Dort offiziell für mich auch erstmal die Europa League. Champions League ist natürlich umso besser. Nach Tabellenplatz 14 in der abgelaufenen Spielzeit wollen Mercedes und Co. nun die Top 5 der Bundesliga stürmen. Ein erneuter Fehlstart soll unbedingt vermieden werden. Ja, die Anspannung ist, glaube ich, immer groß. Das lässt, glaube ich, auch nicht nach, weil es natürlich um sehr viel geht. Und wir gerade nach den Erfahrungen des letzten Jahres, wo wir einen sehr, sehr schlechten Saisonstart hatten, dem wir auch nachhaltig hinterhergelaufen sind, ist es, glaube ich, sehr wichtig, mit einem guten Start dann auch Selbstvertrauen mitzunehmen. Den ersten Härtetest und eine Möglichkeit, Bestätigung zu sammeln, hat Schalke schon vor Saisonbeginn. Am Samstag treffen die Königsblauen im Supercup auf Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund.